Diese zwei Punkte hätten die Heidelberger Basketballer gut gebrauchen können. Im Sport ist es aber so wie in vielen anderen Lebenslagen auch. Im Konjunktiv gewinnt man keine Spiele und deswegen haben es die MLP Academics auch verpasst, sich im Kampf um die Playoff-Plätze Luft zu verschaffen. Die haben Leistung, gewinnst du kein Spiel in die Pro. Ich kann es nur hoffen, dass unsere Leistung wieder so wird wie am Mittwoch in Trier. Da gewannen die Heidelberger ihr Nachholspiel nach einem starken Schlussspurt nach Verlängerung. Erstaunlicherweise gingen die Körner gegen Hagen aber nicht am Ende aus, sondern von Anfang an hat nichts zusammengepasst. Uns hat die Energie gefehlt, vor allem in der ersten Halbzeit. Das war die ausschlaggebende Halbzeit. Und ja, deswegen haben wir verdient verloren, ja. Ein Gefühl, an das sich die Heidelberger in den vergangenen Wochen immer häufiger gewöhnen müssen. Dabei ist Einnahme mit dem Negativtrend unmittelbar verbunden. Shiren Eli. Durch die Verletzung des Leistungsträgers sind die Academics aus der Balance geraten. Das war offensichtlich, dass wir da gesucht haben nach neuer Leader in der Mannschaft. Wir haben nach der Verletzung von Shai erstmal gewartet, dass er zurückkommt. Hatten wir zwei Spiele ohne Shai auch gewonnen. Aber dann kam die paar knappe Niederlage. Dadurch rutschte der Club ab und reagierte. Mit Devonte Lacy legten sie auf dem Transfermarkt noch einmal nach, aber auch der Anführer kann nur mit einem Team funktionieren. Wir haben es insgesamt geschafft, dass wir uns immer steigern über die letzten Spiele. Wir hatten jetzt ein Wahnsinnsspiel in Trier, wo wir wirklich füreinander gespielt haben, wo jeder den Rücken des anderen hatten. Das hat gegen Hagen wieder gefehlt. Die Serie von 3 Siegen nacheinander ist zu Ende. Am Wochenende will Heidelberg gegen Verfolger Leverkusen wieder in die Erfolgsspur zurück. Sonst winkt gleich die nächste Krise.